Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Gute Nacht Österreich. Das Geständnis von Thomas Schmid vor der WKStA war am Mittwoch Anlass für eine Sondersitzung im Parlament, unterstützt von SPÖ, FPÖ und NEOS. Was ist da nicht im Vorfeld alles angekündigt worden? Die FPÖ wollte fix die Regierung stürzen, aber auch die SPÖ hat lautstark auf Neuwahlen gedrängt. Der stellvertretende Klubobmann der SPÖ, Jörg Leichtfried, war ja schon seit Tagen völlig außer sich in ungezügelter Empörung. Hat er der Regierung zugerufen? Und es wäre vernünftig, sagt es des Öfteren, aber noch nie mit derartiger Intensität wie jetzt. Sie würden beiseite treten und den Weg für Neuwahlen freigeben. Bei dieser Intensität und Leidenschaft versteht man wirklich überhaupt nicht, wieso Leichtfrieds Forderung nach Neuwahlen in der Parlamentsdebatte dann nicht mehr Beachtung erfahren hat. Ja, dabei hat er ja als Hauptredner der SPÖ den Finger in die Wunde gelegt und darauf hingewiesen, dass die Politik sich nicht am Strafrecht orientieren darf, sondern zuallererst an Moral und Anstand. Zum Beispiel an den 10 Geboten. Wenn man über christlich spricht, gibt es so eine Leitlinie meines Erachtens. Es sind die 10 Gebote. Wissen Sie, wie viel von diesen 10 Geboten die Überschreitung strafbar wäre? 2,5 von diesen 10 Geboten, wenn man die überschreitet, ist es strafbar. Wenn man das, was Sie jetzt in den letzten Wochen von sich gegeben haben, als Maßstab nimmt, dann sind Ihnen 7,5% der Gebote wurscht. Das ist das, was Sie derzeit vor sich hertragen, geschätzte Damen und Herren. Ja, also Jörg Leichtfried hat die Regierung mit meisterhaften rhetorischen Kunstgriffen schwindlig geredet. Aber leider auch sich selbst. Ja. Nach dem ersten Sitzungsreden hat es dann 3 Stunden lang heftige und zum Teil untergriffige Debatten gegeben mit wenig überraschenden Inhalten. Herausgekommen ist bei all dem freilich nichts, auch weil SPÖ und FPÖ letztlich doch nicht gemeinsam gestimmt haben. Daher hat sich einer der letzten Redner, der NEOS-Abgeordnete Johannes Margreiter, gegen Ende der Debatte verzweifelt an die TV-Zuseher gewendet. Ich frage mich, werte Zuseherinnen und Zuseher, wie geht's Ihnen, wenn Sie jetzt circa 3 Stunden lang diese Debatte verfolgt haben? Mir geht's nicht gut. Der U-Ausschuss hat gestern endlich alles bekommen, was er wollte. Thomas Schmid. Kurz nach 8:30 war es soweit, der ehemalige ÖBAG-Chef ist tatsächlich aufgetaucht. Obwohl er im Vorfeld versprochen hat, er will uns endlich sein wahres Gesicht zeigen, ist er mit einem Mundschutz gekommen. Auf seine Aussagen war man natürlich sehr gespannt. Wird er das Gleiche sagen, was er bereits der WKStA gesagt hat? Oder kommt am Ende gar heraus, dass die ganzen Chats nur von André Heller gefälscht worden sind? Aber zur allgemeinen Überraschung hat Schmid so gut wie nichts gesagt und damit alle sprachlos zurückgelassen. Seine Begründung, er werde strafrechtlich verfolgt und könne daher keine Angaben machen. Auch Androhungen einer Beugestrafe bis zu 5.000 Euro pro Frage haben nichts genützt. Ja, 5.000 Euro oder, wie René Benko sagt, Weinbegleitung. Wenn Sie mich fragen, hat der U-Ausschuss das auch völlig falsch angelegt. Nicht Doris Bures hätte Wolfgang Sobotka als Vorsitzenden vertreten sollen, sondern Schmids Mama. Ja, dann hätte er den Mund schon aufgemacht. Das Medieninteresse gestern war enorm. Für uns von Gute Nacht Österreich fasst jetzt unser Außenreporter Walter Pflanzl die Ereignisse des gestrigen Tages noch einmal zusammen. Der 3. November war und ist ein historischer Tag in der Geschichte des U-Ausschusses. Thomas Schmid, der Mann, um den sich in der Chat-Affäre alles dreht, ist tatsächlich erschienen. Genauso fange ich an, Manfred. Was? Du, eine Frage. Siehst du was? Warte, halt einmal. Siehst du irgendwas? Hat was blitzt? Ich habe nicht mehr eine neue Krone. Ha? Siehst du was? Nichts, gell? Erst Manfred, Alter, bist du auch so fertig wie ich? Wir haben ihn gesehen, den Schmid, der Thomas Schmid. Ole, ole, ole. Es gibt ihn wirklich. Bis ich aber nur gedacht, es existiert nur sein Handy. Und jetzt, gestern im Urschuss, ist er einfach wung, an uns vorbeimarschiert. Mit der Maske, ich pack's überhaupt nicht. Ich meine, geredet hat er nichts. Aber gesehen haben wir. Reicht schon, oder? Bist du deppert. Das war ein teurer Wienausflug für ihn. Wie viel Strafe hat er gekriegt? Weiß ich gar nicht mehr. Das zahlt das eh die ÖVP, oder? Ja, das ist
ist schon ein Wahnsinn, ja. Ja, es ist ein Wahnsinn. Nein, es ist aber ein Wahnsinn, erster Kurz. Die Umfrage ja eh. Aber was mich am meisten aufregt, das sind der Sigi Wolf und der Benko. Ich meine, die haben bei mir die gleichen Sympathiewerte wie meine letzte Prostata-Untersuchung. Ja, das ist ein Wahnsinn. Die zahlen Millionen von Steuerbeträgen einfach nicht. Und ich krieg schon fast lebenslänglich, wenn ich mit dem Vorrat nicht beim Stoppschild stehen bleib. Zum Glück habe ich aber keine Rallye. Bin nicht deppert. In Wien, da kann ich mir ja gleich. Ja, wurscht jetzt. Nein, ich reg mich nicht auf. Atem, was? Aufpassen, mein Alter schon, nicht? Na wurscht, der 3. November war und ist ein historischer Tag in der Geschichte des U-Ausschusses. Aber Mafi, eins frage ich mich schon. Wie macht das der Benko beim Einkaufen, beim Bill oder beim Sparen der Kasse? Ha? Ruft er dann auch jemanden an und sagt, er zahlt nur die Hälfte oder was? Ha? Nein, ich beruhige mich schon wieder mal. Ich bin ganz ruhig. Vor allem, ich muss mich ja vorbereiten. Pass auf, ich komme ja dann auf den Vorsitz vom Sobotka zu sprechen. Jetzt mal ehrlich. Wenn ich den Sobotka nur sehe, kommt mir der Gacka auf und der Erstkommunion wieder auf. Aber gut, was reg ich mir auf? Ich muss ihn mir gar nicht sehen, weil das ist ja das Nächste. Der Sobotka hat den Vorsitz und jetzt, wo der Schmidt kommt, ist er einfach nicht da. Ein Termin im Ausland, ja klar, sicher. Der Sobotka sagt doch immer, er will den Vorsitz nicht abgeben. Aber führen will er anscheinend auch nicht. Jetzt, natürlich, Manfi. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung. Ja, sicher, ja eh. Das werde ich bei meinem Einstieg nicht vergessen zum Dazusagen, freilich. Aber am besten war es, man lässt sich das als ÖVPler gleich unter den Namen auf die Visitenkarten drucken. Was der? Bimpfi, Bumpfi, es gilt die Unschuldsvermutung. Manfi, weißt du, was die drei wichtigsten Sätze sind, die man für eine Karriere in der ÖVP beherrschen muss? Pass auf, pass auf. Das ist mir nicht erinnerlich. Dazu habe ich keine Wahrnehmung. Das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Es gibt die Unschuldsvermutung. Ich kann nicht mehr. So, jetzt geben wir das Mikro her. Ich bin bereit. Sag's Ihnen. Wo sagst du, Manfred? Was heißt das? Du glaubst, wir sind schon auf Sendung. Zeichnen Sie mir jetzt schon heimlich auf, oder was? Das gibt's ja nicht. Der Klien arbeitet schon mit den gleichen Methoden wie der Kurz, oder was? Was mache ich denn jetzt? Der 3. November war und ist ein historischer Tag in der Geschichte des U-Ausschusses. Vielleicht hätte ich auch nichts sagen sollen, wie der Schmidt. Manfi? Oje, oje. Ich höre gerade von der Regie, der Beitrag ist nicht ganz so gelaufen wie vorgesehen. Wir entschuldigen uns für die technische Panne und setzen die Sendung jetzt wie geplant fort. Die SPÖ muss zwar weiterhin auf Neuwahlen warten, tut aber schon jetzt so, als wäre sie bereits im Wahlkampf. Das merkt man auch an ihrer Herbstkampagne. Unter dem Motto, ohne Rot wäre es nicht Österreich, will die SPÖ klarmachen, wie sie unser Land positiv geprägt hat. Ja, vielleicht ist Ihnen das ein oder andere Plakat dazu schon aufgefallen. Und falls nicht, ist es nicht Ihre Schuld. Ja, es ist eben nicht ganz leicht zu entscheiden, was die SPÖ besser kann, politische Kommunikation oder Oppositionspolitik. Wir haben uns für Sie ein paar Plakate und Social-Media-Sujets genauer angeschaut. Und bitte, bitte, bitte glauben Sie uns, wir haben die nicht erfunden. Hier das Erste. Ohne Ambros wäre es nicht Skifahren. Und weiter. Ohne Donau wäre es nicht der Walzer. Ganz genau, die SPÖ hat den Austropop erfunden. Ja. Davor das Skifahren populär gemacht. Ja. Und noch davor den Wiener Walzer entwickelt. Ja. Inhalte werden einfach überbewertet. Aber das hier ist mein absoluter Liebling. Ohne Brösel wäre es nicht der Schnitzel. Was für ein hochpolitischer Spruch. Aber so stellt sich die SPÖ also vor, wie der Österreicher sein Schnitzel isst. Auf einem Jausenbrett aus Holz mit einem Riesentopf Ketchup daneben. Ja, da haben die Praktikanten, Entschuldigung, die Designer, ja, das erstbeste Schnitzelfoto genommen, das sie in der Bilddatenbank haben finden können. Ne? Übrigens, kein Scherz, ein Bild aus Tschechien. Ja. Meine, für dieses Foto gehört die SPÖ wirklich banniert. Und ja, das M in SPÖ steht für Marketingprofis.
Dazu fällt mir eigentlich nur mehr eines ein. Ja? Ohne SPÖ wäre es keine schwache Opposition. Tja, selbst wenn man es gerne wollte, die SPÖ macht es einem gerade nicht leicht, sie zu wählen. Am Montag war Weltspartag und auch wenn die Europäische Zentralbank den Leitzinssatz erst vor kurzem auf 2% angehoben hat, die Sparzinsen sind immer noch am Boden. Ja, die Zinsen, hier in der Grafik jetzt der grün dargestellt, waren über 10 Jahre lang so niedrig, dass man schon froh sein musste, wenn einem keiner etwas wegnimmt, sobald man eine Bank betritt. Schaut man sich dazu die Inflationsrate an, hier orange-rot, von mittlerweile 11%, ja, merkt man relativ schnell, dass wir im monetären Klimawandel leben. Ja, auf den Sparbüchern schmelzen die Guthaben. Das Motto des Weltspartags war also klar: Finden Sie noch zu Ihrer Bank, wenn schon das Geld nicht mehr zu Ihnen findet. Und das war Grund genug, mein größtes Kapital zu nehmen, mein Mikrofon und mich ein wenig umzuhören. Heute ist Weltspartag. Die Sparzinsen sind weiter niedrig. Dafür steigt das Preisniveau und die Stimmung sinkt. Mich wundert es ja nicht, dass der Weltspartag mit Halloween zusammengelegt worden ist. Weltspartag, den gibt es für mich schon lange nicht mehr. Sumsi. Hallo. Hallo. Das ist ja unglaublich, dass man dich einmal wieder sieht. Ja. Warum bist du heute wieder da? Heute ist Weltspartag. Ja. Hast du nicht Angst, dass du verprügelt wirst? Es gibt eh keine Geschenke oder sonst irgendwas. Es gibt überhaupt nichts. Wollen Sie einen Witz hören? Ja. Ja? Heute ist Weltspartag. Das ist ein guter Witz. Ne? Super. Herrlich. Ich glaube, am Aktienmarkt ist das momentan etwas besser angelegt. Noch immer besser als am Sparbuch, langfristig gesehen. Ja, dann kann man sich auch den Pullover mit dem großen Lacoste aufleisten. Ne? Den hat mir die Oma geschenkt. Also. Und wir besprechen das Thema jetzt mit einem ausgewiesenen Experten und langjährigen Sparer, Andreas Treichl. Gott. Stimmt es, das Motto des Weltspartags ist, spare in der Zeit, dann hast du in der Not weniger, als du gehabt hättest, wenn du es gleich ausgegeben hättest? Erfindung von Ihnen ist gut. Aber nicht unzutreffend, glaube ich, oder? Aber spare in der Zeit, dann hast du in der Not, das war wirklich, das war das Motto des Weltspartags. Ja, die Sparzinsen sind ja noch immer dort, wo sich die Österreicher am wohlsten fühlen, im Keller, ne? Ja, sind sie. Werden sie alle. Was würden Sie als absolute Experte empfehlen? Wo soll man gerade sein Geld besser anlegen? Unterm Kopfpolster oder doch in der Unterhosenlade? Also sicherer ist sicher in der Unterhosenlade, weil man wahrscheinlich mehr Unterhosen hat als Polster. Besser zu verstecken. Besser zu verstecken. Wir haben so ein Spiel bekommen für Sie. Aha, ja. Die jungen Leute mögen ja mittlerweile oft auch gerne eine Grafikkarte zum Bitcoin schürfen oder so, ne? Ach so? Jetzt ist ja beim Weltspartag der Sparefroh auch immer überall zu sehen gewesen früher. Heute sieht man überhaupt nirgendwo, ne? Der Sparefroh, das ist der von der Erste Bank, oder? Ich glaube, ja. Den haben sie aufgelöst mittlerweile. Wirklich? Ja. Ja, der ist ins Wasser gegangen, ja, oder der was? Ist jetzt, da war ein 1-Euro-Zeichen in der Mitte vom Sparefroh, das ist nur mehr 50 Cent wert. Inflationsbedingt. Ach so. Wieso heißt eigentlich der Bausparer Bausparer? Ich meine, mit dem, was man rauskriegt, kann man sich nicht einmal eine gescheite Eingangstür kaufen? Ist ja auch ein Anlageprodukt. Und ich glaube nicht, dass man den Namen eines Anlageproduktes aufgrund der Zinssituation verändern sollte. Okay. Also wenn man früher mal gut bauen hat können damit... Die Zeit wird halt wiederkommen. Wird wiederkommen. Wir müssen positiv. Und wir beide noch erleben, weil ich nicht, aber die Zeit wird wiederkommen. Gut, also an die jungen Menschen da draußen einfach die Hoffnung nicht verlieren. Ich habe eine interessante Theorie gehört, warum so viele Menschen sich für Online-Banking interessieren, weil einfach viele Leute nur sehr, sehr ungern in der Öffentlichkeit weinen. Das stimmt nicht, sondern es kommen sehr viele Leute in die Filialen, um dort mit
den Mitarbeitern der Banken über ihre Probleme reden zu können, um gemeinsam leiden zu können. Naja. Ja. Geld ist nicht alles. Nein. Auf gar keinen Fall. Wer seine Wünsche bändigt, ist niemals arm. Weiß ich nicht. Du kannst dir ein Bett kaufen, aber keine Träume. Naja. Sie können sich eine Uhr kaufen, aber keine Zeit. Ja, die Chance. Geld verdirbt den Charakter. Ja, ja. Es gibt nur vier Sachen, in die man investieren kann. Man kann in Immobilien investieren, das ist für die meisten jungen Menschen heute unmöglich. Ja? Man kann in Zinsprodukte investieren, da verliert man derzeit meistens Geld. Man kann in Aktien investieren und man kann in Rohstoffe investieren. Und ich würde Menschen abraten, die sich nicht wirklich auskennen, in irgendetwas anderes als in Gold oder Silber oder vielleicht Platin zu investieren. Also wenn ich das weglasse, gibt es die drei Sachen. Zinsen, Dividenden oder Immobilien. Was anderes gibt es nicht. Erdgas und vielleicht. Ne? Bei uns ist halt alles, fast alles in Zinsen drinnen. Die Menschen, die sich keine Wohnung leisten können, die sich keine Immobilien leisten können, haben halt alles in Zinsprodukten drinnen und fast nichts in Dividendenprodukten. Und das ist sicher falsch. Wissen Sie, wie man zu Halloween jemanden wirklich erschrecken kann? Nein. Weil man sich als Inflationsrate verkleidet. Genau, gut. Einige unserer Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker haben den wunderbaren Herbst für den ein oder anderen Ausflug außerhalb ihres Büros genutzt. Schön, dass wir über Social Media daran teilhaben dürfen. Mehr dazu jetzt in unserer beliebten Rubrik. Insta-Politics. Das hier am Bild sind doch Bundeskanzler Karl Nehammer und ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Also auf den ersten Blick habe ich nämlich gedacht, hier klatschen sich einfach zwei Gebrauchtwagenhändler ab, nachdem sie bei einem neuen BMW-Modell erfolgreich den Tachostand manipuliert haben. Der Bundespräsident war in den Herbstferien viel in Österreich unterwegs. Hier sehen wir Van der Bellen beim Betrachten des ÖVP-Korruptionssumpfes. Auf diesem Bild vergnügen sich Michael Ludwig und Chris Lohner miteinander. Der Rote und die Rote lesen gerade die Kurzbiografie. Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp beweist, dass die FPÖ vor gar nichts zurückschreckt, nicht einmal vor Ananas auf der Pizza. Dem Gesichtsausdruck zufolge ist Beate Meindl-Reisinger beim Laufen in ein Hundstrümmerl getreten. Manche Fotos werden einfach nur für Satiresendungen ins Netz gestellt. Und der Justizministerin Alma Sadic, die hat den Vogel abgeschossen. Das war Insta-Politics. Sie werden lachen, es wird ernst. Wir alle wissen, wie ein Herzinfarkt abläuft. Plötzlich ist man nackt und die linke Brust leuchtet im Dunkeln. Ja, okay, stimmt so nicht ganz. Aber wie Sie sicher schon gehört haben, sind häufige Symptome eines Herzinfarkts Atemnot sowie Enge und Schmerzen in der Brust. Ja, wenn sie auftreten, zählt jede Minute. Aber gelten diese Symptome für alle Betroffenen? Nein. Eine marginale Randgruppe von Menschen, die gerade einmal 51% der österreichischen Bevölkerung ausmacht, hat beim Herzinfarkt oft ganz andere Symptome. Frauen. Da können nämlich auch Übelkeit, Rückenweh, Kieferschmerzen und Schmerzen im Oberbauch Anzeichen sein. Deswegen wird ein Herzinfarkt bei Frauen auch oft zu spät erkannt, was fatale Folgen haben kann. Und das ist auch bei anderen Krankheiten so. Ein Faktum ist, dass also Frauen und Männer einfach unterschiedlich erkranken und auch auf unterschiedliche Art und Weise wieder gesund werden. Ich habe also eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Anders als in vielen sonstigen Bereichen werden in der Medizin Frauen und Männer gleich behandelt. Die schlechte: Das ist gerade hier keine ganz so gute Idee. Der Mensch ist in der Medizin nämlich ein Mann. Und meistens jung, weiß, 1,80 Meter groß und 75 Kilo schwer. Neben der Zweiklassenmedizin gibt es also auch die Eingeschlechtsmedizin. Ja, daran soll sich aber etwas ändern. Nach 2500 Jahren Medizingeschichte spricht es sich nämlich jetzt doch langsam herum, dass es Unterschiede zwischen einem Frauen- und einem Männerkörper gibt. Überraschung.
Und dass das in der ärztlichen Behandlung dann natürlich auch berücksichtigt werden muss. Die Lösung eine geschlechtersensible Medizin. Aber woran liegt es, dass bis heute der weibliche Körper in der Medizin größtenteils ignoriert wird? Ganz generell ist es so, dass in Medikamentenstudien wir nach wie vor das Problem haben, dass Frauen unterrepräsentiert sind und auch in den klinischen Studien Frauen nach wie vor 25% ungefähr ausmachen. Ja, diese klinischen Studien braucht es, damit ein Medikament auf den Markt kommen darf. In durchschnittlich 13 Jahren wird es in mehreren Phasen getestet, aber eben hauptsächlich an Männern. Eigentlich müsste man da die Medikamente ein bisschen ehrlicher benennen. Denn Frauen sind in Studien halt so unpraktisch. Aber das sag nicht ich. Die Pharmaindustrie fürchtet, dass die Einbeziehung von Frauen in Studien die Arbeit komplizierter macht. Ja, gut. Jeden Monat haben die einen Zyklus, in dem sich ihr Hormonspiegel verändert. Ja, oder sie werfen sich Hormone ein, um zu verhüten. Oder sie verhüten nicht und werden schwanger. Ja, immer ist irgendwas mit denen. Mit Frauen müsste man viel mehr Faktoren berücksichtigen. Deswegen hat die Forschung Frauen lieber gar nicht berücksichtigt. Frauen wurden jahrzehntelang auf gut Glück behandelt. Bis in die frühen 90er Jahre wurde der weibliche Organismus systematisch aus Studien ausgeschlossen. Ja, einen niedrigeren Frauenanteil als in medizinischen Studien gibt es eigentlich nur mehr unter katholischen Priestern. Das ist aber nicht nur unfair, sondern auch fahrlässig. Ein weiblicher Körper hat mehr Anteil an Fett, aber weniger Anteil an Wasser und Muskeln. Dafür mehr Hirn, aber ja, gut, da laufen noch die endgültigen Untersuchungen. Und auch die Verdauung arbeitet langsamer, deswegen bleibt ein Medikament länger in einem weiblichen Körper. Das ist ein Grund, warum Medikamente oder auch Impfstoffe bei Frauen anders wirken und stärkere Nebenwirkungen hervorrufen können als bei Männern. Nachzulesen ist das dann aber nirgends. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, der Ihnen keine Antwort geben kann, weil es nie erforscht worden ist. Sorry. Bei Digoxin zum Beispiel, einem bekannten Herzmittel, ist es bei Frauen zu mehr Todesfällen gekommen als bei Männern, weil sich erst später herausgestellt hat, dass eine zu hohe Dosis verschrieben worden ist. Ja, und also, Tod ist halt schon eine der lästigsten Nebenwirkungen. Viele Frauen passen deshalb ihre Medikation in Eigenregie an. Entweder sie nehmen sie gar nicht mehr, sie nehmen sie in geringerer Dosis, was halt auch nicht gerade die Idee ist. Wir dann mühsam probieren, welche Dosis die richtige ist. Und dann nimmt man die Hälfte oder ein Viertel oder so. Das ist, erfreut mein Herz auch nur mäßig. Nicht? Naja, und das Herz der Patientinnen noch weniger. Oft nehmen Patientinnen ein Medikament dann nur mehr jeden zweiten oder dritten Tag. Und das ist noch schlimmer, es ist gar nicht zu nehmen. Gut, aber ja, wie geht's jetzt weiter? Was ist der Plan? Eine Frau nicht so sein wie ein Mann. Danke für den Input, lieber Peter Alexander, aber nein, das will wirklich niemand. Besser, die Medizin ignoriert nicht mehr alle Personen, die kein Mann sind. Und ändert sich da schon was, Frau Professor? Es passiert schon viel, aber es ist halt eben sehr, sehr träge und zäh. Und letztlich braucht es aber eben, dass es hineinkommt in die Praxisempfehlungen, weil das ist das, wonach sich Ärzte und Ärztinnen halten. Und es muss letztlich in den Beipacktext. Ja, das bräuchte es. In jedem Beipacktext muss stehen, wenn Männer und Frauen ein Medikament unterschiedlich einnehmen sollen. Vor allem, wenn die bekanntesten Medikamente immer noch für Männer gemacht sind. Und darüber hinaus müssen auch weiterhin mehr Frauen in die Medizin. Dabei sind im Medizinstudium eh schon mehr als die Hälfte Frauen. Warum ist dann nur jeder achte Primar eine Primarärztin? Und warum ist nur jede vierte Professur an Medizinunis weiblich besetzt? Wir haben die gläserne Decke für ein Statement angerufen, aber sie hat nicht abgehoben. Gut, sie ist aber auch so ziemlich durchschaubar. Wir brauchen also mehr Frauen in der Medizin, auch und gerade bei den medizinischen Studien und verpflichtende Gesetze in diese Richtung. Seit heuer gibt es zumindest für medizinische Studien eine EU-weite Verordnung, die vorschreibt, was eigentlich logisch ist, dass die Probanden repräsentativ sein sollen für jene Menschen, die von der Krankheit betroffen sind. Repräsentativ nämlich für die Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel die Geschlechter und die Altersgruppen. Und ich finde es sehr wichtig,
dass sich diese Dinge, die wir gerade beleuchtet haben, auch herumsprechen. Darum hat sich meine Redaktion eine Kampagne für geschlechtersensible Medizin einfallen lassen. Puh, also das geht so, ne? Ja, haben wahrscheinlich zwei Männer gemacht. Aber wissen Sie, was ich noch herausgefunden habe? Ein weiblicher Körper kann wegen Doppel-X-Chromosom und Östrogen viel besser mit Viren umgehen und leidet deswegen weniger unter einer Verkühlung. Ja, das stimmt wirklich. Zumindest für mich persönlich gibt es also noch eine gute Nachricht zum Schluss. Der Männerschnupfen ist real. Merken Sie sich das. Kann man nur hoffen, dass Sie endlich auch ein Mittel dagegen finden. Und diesmal absichtlich nur für Männer. Das war's auch schon wieder für dieses Mal. Nachdem wir letzte Woche noch das Telefonat zwischen Sebastian Kurz und Thomas Schmidt haben nachspielen müssen, ist ja diese Woche sogar die Originalaufnahme veröffentlicht worden. Wollen Sie kurz hineinhören? Na, es lohnt sich wirklich. Hier die ersten Worte, die Thomas Schmidt an Sebastian Kurz gerichtet hat. Um Gottes Willen, wie kann man nur zwei so wunderbare Austropop-Legenden in die Nähe der Politik rücken? Ja, noch dazu der ÖVP, wo wir gerade erst vorher gelernt haben, ohne Ambros wäre es nicht die SPÖ. Oder wie war das? Also, egal, also, mir reicht's. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gute Nacht, Österreich.